Nach einer langen Durststrecke ist mit The Wonderful 101 von Platinum Games endlich wieder ein größerer Wii U-Exklusivtitel erschienen. In dem skurrilen Actionspiel steuert ihr gleich ein ganzes Team aus 100 Superhelden, um eine Alien-Invasion abzuwehren. Doch auch wenn das wuselige Geschehen auf den ersten Blick wie eine Super-Turbo-Version von Pikmin aussieht, spielt sich The Wonderful 101 doch eher wie Bayonetta oder God of War. Gegner werden aber nicht einfach nur verdroschen, vielmehr müsst ihr bestimmte Formen auf dem Gamepad skizzieren, um einen Morph-Angriff auszulösen, in dem sich zahlreiche Helden zu gigantischen Superwaffen zusammenfügen. Doch leider harmoniert das ungewöhnliche Steuerungskonzept nur bedingt mit dem schnellen Spielablauf. Dazu kommen einige unfaire Passagen und ein für Anfänger nur schwer zu durchschauendes Upgrade-System. Im Gegenzug bekommt man jedoch eine extrem witzige und gleichzeitig absolut bombastische Präsentation geboten, die jedes Geek-Herz höher schlagen lässt. Even if I die trying.